JunkFoodTaster.com, Folge 2080. Ja, und als ich das letzte Mal Maultaschen reviewt habe, hieß es in einem Kommentar, man könnte so ein Zeug auch braten. Das sind jetzt zwar Tortelloni, und zwar die Helcona, Ricotta und Spinachi, welche im Übrigen schon hatte. Aber die kann man auch braten, auf alle Fälle. Ja, so ein Hinweis, das lässt sich der Antikoch nicht zweimal sagen. Genau, normalerweise macht man die in so einem Wasserbad warm. Jetzt wird alles ignoriert und geguckt, ob es auch so geht. Genau, hier Nährwerte. Genau, also Fett hat es momentan noch 2,3 und gebraten dann natürlich ordentlich mehr. Genau, Pfanne her. So, nun das Fett hinein. Ist schon heiß, würde ich sagen. Ich hoffe, jetzt gibt es hier nicht wieder so eine Rumspritzerei. Jetzt ist mal, so flüssig ist es noch nicht. Und ja, hier also noch das Aufziehen, auschecken hier. Hier sagen sie hier einfach aufziehen, wenn wir sehen. Genau. Und hinein, ja, das gibt es noch nicht. So. Fällt mir auf, ich habe ja gar nicht das umzudrehen. Beziehungsweise ist es noch schmutzig. Ich muss schnell abspülen hier. So, da ist der Holzlöffel aufgedrückt. Duftet auf alle Fälle schon nach dem Käse. Ich bin mal gespannt, ob das ob der Käse drin bleibt oder ob der anfängt auszulaufen. Also, das ist hier natürlich Antikochen. Ich bin ja der selbst erklärte Antikoch. Also das hat nichts mit irgendwelchen, wie sagt man das, seriösen Tipps zu tun oder so. Ja, das ist wirklich nur sinnloses Herumexperimentieren. Ah, das Zeug brennt schon an, interessant. Hier. Ja, ganz nett irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich das jetzt hier grillen soll. Genau, wer ist von euch Experte in Tortelloni-Braten? Lasst mich das wissen. Auf alle Fälle wird das dann sehr fettig. So, jetzt vielleicht nochmal wenden. Naja, richtig braun ist es noch nicht. Vielleicht soll ich so heiß erhitzen, dass es abkokelt. Ja, vielleicht doch nochmal wieder auf Maximum drehen. Genau, ich würde sagen, ich fange an mit der Verkostung. Das kann ja hier weiter brutzeln. Nimm ich mal den hier. Komm raus. Ja, also aufgeplatzt oder so ist es nicht. Dann tun die sich eher im Wasserbad auflösen als in der Pfanne. Okay. Der wird jetzt natürlich zerschnitten. Ne? I always cut stuff. Genau. Und jetzt wird gefuttert. Mhm. Ja, irgendwie knusprig. Aber geschmacklich echt schlecht. Es ist jetzt sehr fettig. Wer hätte das gedacht? Was tue ich denn? Ja. Ich hoffe, ich esse den hier nochmal. Mhm.
erinnert jetzt irgendwie so an Quarkhäuschen. Ich würde sagen, das ist irgendwie echt scheiße, die zu braten. Das ruiniert die auf alle Fälle. Genau, deshalb auch keine Wertung. Ich meine, ich bin der Anti-Koch. Ich kann mir jedes Mal selbst das Fail geben, so für meine Kochkünste. Genau. Mir wird das schon knusprig. Also knusprige Teigwaren ist irgendwie einfach nur, ja, Bockmist. Auf alle Fälle. Wie seht ihr das? Oder seid ihr solche Typen hier? Vielleicht war ja auch nur ein Witz da, was der Kommentar da kommentiert hat. Das zu braten ist nämlich wirklich leicht bekloppt. Genau, dann mach ich mal weiter auf Englisch. So, this was now Hilkona. I didn't follow the directions. The directions says you should do it in a pot and like cook it for 2 minutes or something. I got a viewer, and he or she wrote a comment that you can fry such things. It was about a different thing. It was like a big pocket. These are now the small pasta pockets, the tortelloni. And basically, yeah, it was about trying it out. And of course, I'm the anti-cook. I cannot refuse such tips. I had to fry them in the pan here. And I think it's kind of useless. The good thing is that the inside, the spinach cheese filling doesn't come out. But I think that's it. That's about the good facts. You are basically ruining the stuff. It's then very fatty and just ruined. I think pasta and frying don't work together. Well, kind of stupid. And I think to save the day, I'm starting to add bull's eye sauce again. Probably this is the best idea. Just dropping some sauce here. No! Somehow the sauce reacts very differently to the fat than the pasta. Always remember, I'm the anti-cook. I'm the self-declared anti-cook. It's not about useful things here. It's just stupid nonsense. Yeah. I think they look very bronze now, very gorgeous, aren't they? And now I will try these. Let's check it out, whether they're better than the others. Yeah. Okay, let's try barbecue sauce tortellini. Barbecue sauce fried tortellini. Isn't this awesome looking? Oh. This was a very stupid idea. I haven't got a spoon here or a fork. Yeah, bullseye barbecue sauce makes everything great. Alright, I don't give a rating, of course. It's useless. It's not about the product. I ignored the directions completely. I think it would be super unfair to have a rating. I think I already reviewed this one as well. You may just type in Hilkona into the search field. This is of course now a vinegar based barbecue sauce, very delicious. Mm-hmm.
Yeah, very tasty. I would rate this creation here a win, but it's nonsense. So, yeah, what do you think about my cooking skills? Do you want more videos like this, or should I stop them? Otherwise, that's it. Thanks for watching.